Ja, die Herbstferien sind vorbei und heute hat für tausende Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt wieder der Schulalltag begonnen. Für die Schüler einer 9. Klasse am Landsberger Gymnasium war es ein ziemlich schwerer Start. Mehrere Jugendliche hatten im Internet Fotos ausgetauscht, auf denen sie den Hitlergruß zeigen. Ja, und das Ganze ist während der Ferien bekannt geworden. Und heute nun hat sie als allererstes eine Aussprache erwartet. Jetzt geht's endlich los. Schon seit Tagen haben wir Ihnen den Mund wässrig gemacht und heute nun startet der MDR-Städtecheck bei Sachsen-Anhalt heute. In den kommenden 3 Wochen nehmen wir diese 3 Großstädte genau unter die Lupe. Halle, Dessau-Roßlau und Magdeburg. Also 5 Tage, eine Stadt. Interessante und spannende Fakten. Ja, und wir starten in dieser Woche mit der Landeshauptstadt und da geht es heute bei uns rund ums Wohnen. Bitteschön. Tja, Sachsen-Anhalt heute macht den Praxistest und morgen dann alles zum Thema Gesundheit in Magdeburg. Zum Beispiel, gibt es überhaupt genügend Krankenhäuser und Spezialisten in der Landeshauptstadt? Und wie lange muss man hier auf einen Termin warten? Das dann alles morgen. Und über unseren Städtecheck können Sie sich auch auf unserer Internetseite mdrsachsenanhalt.de informieren. Und da gelangen Sie dann zum Link Verliebt in Berlin. Und hier können Sie dann auch Ihre Fotos und Liebeserklärungen loswerden an Magdeburg, Halle oder Dessau-Roßlau. Was macht Ihre Stadt so besonders? Welchen Ort muss man unbedingt gesehen haben? Ja, und wir schauen uns das einfach mal an. Tja, da wird im alten Jahr noch so einiges neu bei der Polizei in Sachsen-Anhalt. Und wenn Sie demnächst diesen Ton hier hören sollten, dann bitte sofort anhalten. Die Streifenwagen, die werden jetzt mit einem neuen Warnton ausgestattet. Und so klingt das. Das ist der Heulton Yelp. Schriller als die bisherige Variante. Und außerdem bekommen die Polizeiautos ein rotes Blitzlicht. Und es gibt noch eine Neuigkeit. Die Polizeidirektion Nord twittert seit dem Wochenende. Twittern, auf Deutsch zwitschern, das ist ja der schnellste Weg, um heiße News abzusetzen. Ein Riesending, vor allem in den USA und auch in Deutschland, folgen immer mehr dem Vögelchen. Können Sie sich vorstellen, all Ihre Kraft und Energie für eine Sache einzusetzen, deren Vollendung Sie vielleicht nie miterleben werden? Ehrenamtlich, in Ihrer Freizeit, ohne Lohn? Die 44 Mitglieder des Vereins Hofgestüt Bläsern e.V. machen genau das und zwar schon seit 4 Jahren. Und heute konnten Sie sich über einen echten Meilenstein freuen. Was willst du denn mal werden? Ja, diese Frage bekommen schon die Kleinsten gestellt. Also mein Sohn will gerade Paläontologe werden, Dino-Forscher. Aber das wechselt ja von Jahr zu Jahr, wie alle Eltern wissen. Irgendwann ist es dann soweit, dass sich die jungen Leute festlegen müssen. Aber einige können das nicht wirklich. Da gestaltet sich der Weg nach der Schule in die Ausbildung holprig. Seien es persönliche Gründe, sei es, dass der Wunschjob nicht mehr zu haben ist oder einfach auch nur Lustlosigkeit. Ja, und für diese Jugendlichen ist es gut, wenn sie Hilfe bekommen. Unser Fußball-Regionalligist 1. FC Magdeburg macht derzeit klasse Schlagzeilen. Das Wahnsinnstor von Niklas Brandt im DFB-Pokalspiel. Ja, auf den Brocken ist Verlass. Es stürmt. Eigentlich alles ganz normal für diese Jahreszeit. Nicht ganz so normal sind die Temperaturen gerade, Stefanie.